Hallihallo, wir sind's, der Heiko von der GamePro und der Micha von der GameStar. Und wir haben eine lange Historie der Rivalität in FIFA. So ist es. In Multiplayer-Duellen. Und deswegen, FIFA 15 ist da. Wir beide haben es schon gespielt und auch mitgetestet. Und deshalb wollen wir es hier jetzt mal eine Runde duellieren und dabei auch gleich mal gucken, was denn überhaupt neu ist und besser oder vielleicht auch schlechter in FIFA 15. Genau, Michael, der alte Erfolgsfan, hat sich schon die Bayern ausgesucht. Ich schau mal gerade in der türkischen Liga, die ist nämlich neu dabei, was es da an anderen Mannschaften so gibt, aber die sind mir alle nicht gut genug. Ich glaube, ich gehe doch lieber mal nach Spanien. Erfolgsfan, ich glaube, ich spinne. So, nimm da jetzt einfach mal so eine Mannschaft, die ungefähr auf Augenhöhe ist. Ja, ein kleines, unbekanntes Team aus Katalonien. Richtig. Und ich sollte vielleicht meine... diese Trikotfarbe nicht. Das ist doch super. Hier ist sehr hübsch. Da hier. Ganz, ganz wunderschön. Schönes Gelb. Ja, das finde ich gut. Dann nehme ich das schöne Gelb. So, und los geht's. Ich habe übrigens die Team-Tagesform ausgeschaltet. Man kann ja das einstellen, dass die Teams automatisch... Warte mal, ich muss hier kurz das Elfmeter-Minispiel absolvieren. Dass die Teams automatisch online aktualisiert werden, je nachdem, welche Spieler gerade verletzt sind. Du willst das nur machen, damit du den Ribéry hast. Ja, genau, dann hätte ich nämlich jetzt kein Ribéry gehabt und das fände ich doof. So, man sieht hier die originalgetreue Allianz Arena und man muss dazu sagen, wir spielen hier die PC-Version, die zum ersten Mal auf der Ignite Engine basiert. Das war in FIFA 14 ja schon auf den Next-Gen-Konsolen so mit der Xbox One und der PS4. Jetzt ist es auch... Genau. Ich habe die letztjährige Version tatsächlich auch extra deswegen noch nicht auf dem PC gespielt, sondern auf der Next-Gen-Konsole. Habe dann aber ganz schnell wieder aufgehört, weil es keinen Saisonmodus gab. Ja. Unfassbar. Den gab es in der PC-Version, die dafür keine Ignite-Engine hatte. Das heißt, man kriegt einfach nie alles. Man kann hier schon sehen, die Stärken der Ignite-Engine, unter anderem das 3D-Gras. Spuren hinterlassen jetzt auch Abdrücke im Gras und bei Grätschen werden wie Furchen in den Rasen gehauen und so können wir vielleicht noch das ein oder andere Mal in Augenschein nehmen, jetzt gleich, wenn es losgeht. Mit meiner patentierten Blutgrätsche kriegen wir schon hin. Habe ich mir auch das passende Team für ausgewählt. Ja, genau, richtig. Die alten Holzhacker von Barcelona. Ja. Man kennt sie auch unter dem Namen die Grätschen. Man kann auch sehen, dass die Gesichter jetzt ein bisschen beliebter sind, dank der Ignite Engine. Da ziehen die Spieler manchmal die Mundwinkel hoch, unterhalten sich ein bisschen. Sie sehen aber trotzdem, finde ich, ein bisschen aus, immer noch wie Wachsfiguren. Es soll auch angeblich so ein Emotionsding drin sein, das also auch die Emotion zwischen den Spielern darstellt. Das heißt, wenn ich dich jetzt öfter faulen sollte, rein hypothetisch, gibt's Beef. Das wirkt sich aber relativ wenig aus. Also ich habe davon noch nicht viel gemerkt. Man sieht zwar immer wieder, wie sich Spieler in Zwischensequenzen dann irgendwie da anbrüllen, aber es macht jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied. Man sieht auch, die Animationen sind deutlich verbessert worden. Oh ja. Na, also man hat gerade versucht... Was? Dankeschön, mein Rettungsversuch. Lauf, Forrest, lauf! Nicht der Messi! Doch, der Messi, wieso kriegst du da noch deine komischen Haxen rein? Weil die Ballphysik und das Körpergefühl auch echt viel besser geworden sind. Auch der Spielfluss ist echt besser geworden. Also, man muss sagen... Der Messi von Rafinha den Ball wegnehmen, das ist total unrealistisch. Natürlich. Ja? Man muss sagen, dass es so in Sachen Spielgefühl, Spielfluss sich echt viel getan hat. Was mir aber nicht so gut gefällt, ist die KI. Insbesondere, weil Mitspieler nicht so gut mitlaufen. Hier, der Müller hätte schon längst viel weiter vorne sein müssen. Auch Flanken sind nicht mehr so effektiv wie früher. Du demonstrierst das mal. Ja, ich dachte, ich zeig's mal. Angriffe durch die Mitte sind jetzt wesentlich besser. Seit wann spielt Bayern Pressing? Schon immer. Ah, da wollte ich zu viel. So. Aber auch gerade was Körperkontakte angeht, es ist viel wichtiger jetzt, Spieler auch mal abzudrängen und auch das Spiel ohne Ball halt irgendwie dann vom Ball fernzuhalten, das Leder auch mal abzuschirmen mit dem Körper. Die Spieler lassen sich tatsächlich auch ein bisschen präziser steuern, also wenn man es denn könnte. Ja, so wie ich es hier gerade versuche. Gerade auf engen Raum, natürlich nicht gerade, wenn man sprintet. Und ich finde es tatsächlich teilweise zu stark. Also gerade mit einem Robben oder einem Messi ist es, wenn man gegen Leute spielt, die das im Verteidigen nicht so drauf haben, so wie ich, verhältnismäßig einfach sich auch durch die Abwehr rein zu dribbeln tatsächlich. Vor allem, weil die irrsinnig schnell sind. Ja. Also wie schnell sind, ich meine, Messi ist ja auch im echten Leben jetzt nicht gerade der Langsamste und auch im Robben nicht, aber hier sind sie echt teilweise unglaublich schnell. Ey! Oh nein! Foul! Foul! Nix, foul! Elfmeter! Nein, der ist hingefallen, habe ich genau gesehen. Das war... Körperphysik war das. Der Schiedsrichter ist doch bestochen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Oh, das ist Abseits. Das ist Abseits. Das muss doch Abseits sein. Wir haben das aufgehoben. Bestimmt Boateng. Neuer! Wieso köpft er den da nicht rein? Ich sag ja, Kopfbälle sind nicht mehr so effektiv wie früher. Heber übrigens auch nicht. Du musst schießen.
Ja, ach. Du musst den Ball aus der Luft rausschießen. Hepp. Oh. Oh, da steht, glaube ich. Ach doch, der Lewandowski, da ist er, ja. Lewandowski. Was macht der Lewandowski da, wo er nicht hingehört? Ja, das frage ich mich halt Wer manchmal auch. Das sind halt diese Party eingeladen. Oh, nee. Das sind halt diese komischen Laufwege manchmal, wo man nicht wirklich weiß, wie die Spieler plötzlich dahin kommen, wo sie gerade sind. Und nicht wirklich versteht, warum sie jetzt nicht unbedingt mitlaufen wollen, gerade wenn man angreift. Was ist denn hier los? Was? Ah, da spekuliert jemand auf Abpraller. Die kommen jetzt ein bisschen häufiger vor, weil die Torhüter auch ein größeres Bewegungsrepertoire jetzt haben und mehr Bälle abklatschen lassen. Jetzt bleibt er wieder stehen. Aber in dem Fall hat es nicht funktioniert. Ja, und da war auch der ein bisschen optimistisch, der Pass. So, ich kann jetzt hier beim Einwurf auch den Ballempfänger steuern, bei Ecken und Freistößen übrigens auch, was aber dem Herrn Klinge die Möglichkeit gibt, den zu decken. Weil er ja sieht, wie ich da steuere. Pressing. Frechheit. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Das war von uns beiden. Ja, das Klassiker, man drückt die Verteidigungstaste und auf einmal kriegt man den Ball aus Versehen und es wird gepasst. Daran sieht man, dass man wahrer Profi ist, der da gerade spielt, die falsche Taste drücken. Was soll das heißen? Nein, es geht mir doch genauso. Oh, so, okay. Ich sag doch, der ist so schnell, dieser argentinische Sandfloh. Ui, gar nicht so schlecht. Direktabnahme. Aber ging natürlich kilometerweit vorbei und der Neuer hat es genau gesehen. Aber es sah gut aus. Das ist für die Galerie, ja. So. Aber man merkt wirklich spürbar die Unterschiede zwischen den einzelnen Spielern. Also, ja, definitiv, ja. Übrigens, so, ganz witzige Geschichte, hat sich jetzt ja FIFA am Menüdesign von Pro Evolution Soccer bedient. Und zwar, wenn man einen Spieler auswechselt, kriegt man eben genau das bekannte Pro Evolution Soccer Stärkendiagramm, ne? Wo man dann die Spieler im Vergleich sieht, wer ist besser im Passen, wer ist der schnellere Spieler. Oh, nee. Apropos schnellerer Spieler. Aber es ist doch nur der Rafinha, der kann doch gar nicht so schnell laufen. Ah, war Käse. Ja, das war mal ein Versuch. Ja, Und da hat man gesehen, Rafinha aus meiner Sicht überhaupt nicht gut getroffen. Nee, Rafinha sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus. Gibt schon Spieler, die man nicht wirklich wiedererkennt. Und es gibt tatsächlich noch, also für meinen Geschmack, der eine oder andere weiß vielleicht, dass ich bekennender Fan des VfL Wolfsburg bin. Das ist schon enttäuschend. Es ist ja immerhin dann doch fünftplatzierte der Bundesliga. Ja. Und doch sehr, sehr viele Spieler von Wolfsburg nach wie vor aus dem Editor-Baukasten. Ja. Ich prangere das an. Aber da, um die Spieler echt nachzubauen, müsste man ja auch Spiele des VfL Wolfsburg anschauen. Und wer macht das schon? Freiwillig. Es ist wichtig. So, das Statistiken, die können wir gut vergessen. Auswechseln. Vier Schüsse aufs Tor gegen einen Schuss aufs Tor. Ja, das ist nur statistische Unschärfe. So, jetzt ziehe ich hier mein berühmt-berüchtigtes Kurzpassspiel auf, das ich nicht beherrsche. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass wir hier nicht den berüchtigten Release-Bug haben, der in FIFA 15 teilweise vorkam, wenn die Rechnernamen zu lang oder zu kurz waren. Nämlich, dass dann alle Spieler in die Mitte gerannt sind, direkt zum Anpfiff, inklusive des Torwarts. Und es dann unspielbar war. Ja, ne? Also. Wahnsinn. Ich verstehe nicht, wie sowas mit dem Rechnernamen zusammenhängen kann, aber naja, die Technik geht manchmal seltsame Wege. Oh nein. Aber wir haben auch versucht, auch ein paar Dinge zu reproduzieren, die wir im Internet gefunden haben, ne? Gerade mit dem was war das andere? Eckbälle, die direkt zum Tor führen. Wir haben uns echt angestrengt, könnte auch an uns liegen, aber wir haben es nicht geschafft. Oh, danke schön. Das war überhaupt nicht gut. Schieß! Weg mit dem Ball. Her mit dem Ball. Eieiei. So, also es sind halt schon ein paar kuriose Szenen mehr, als man sie in den vergangenen Jahren hatte. Ja, das hier läuft nicht unter Kuriose. Der Lewandowski ist so langsam. Was? Das war so nicht geplant. So, Messi. Kenne ich nicht. Ist er neu? Es muss so ein unbekannter Jugendspieler sein. Man sieht, wie eng ich mit Messi tatsächlich den Ball am Mann führen kann. Schon gebe ich wem anders, klappt es nicht mehr. Das ist halt, Barca ist viel zu Messi-abhängig, wenn der mal fehlt. Sauberes Tackling. Iniesta. Ach. Da grätscht man einmal, um die schönen Furchen im Rasen zu zeigen. Und es geht daneben. Den Messi schon geschickt gehabt. So. Man hört gerade die Bayern übrigens auf geht's ihr Roten singen. Das heißt, es sind jetzt tatsächlich dann doch viele. Ja, Original-Fangesänge. Das stimmt.
wollte auch bei Liverpool, you never walk alone und so. Ich wollte gerade den Jubelgesang von Barcelona simulieren. Aber du lässt mich ja nicht. Ja, und ich wollte gerade sagen, apropos you'll never walk alone, du siehst, die Spieler gehen nicht mit. Ja, der Rom ist ja auch viel zu schnell. Ach so, richtig, der rennt ihn einfach weg. Kommt ja auch keiner hinterher. Oh. Bei so einem Robben. Siehst du, jetzt hast du noch. Ja, als Barcelona kann man ja nicht einfach Befreiungsschlag machen. Ich muss mich auch immer, das ist ja ein Rollenspiel, ich muss mich auch in meiner Rolle finden. Spielerisch lösen, jede Situation. So, jetzt, ja, aber dann musst du mich auch mal lassen. So, jetzt gehe ich doch da einfach mal zum Tor. Nix da. Ich will den Ball. Übrigens auch, das ist mir positiv aufgefallen, das Kollisionsverhalten ist wesentlich genauer als noch in FIFA 14. Also du hast kaum noch so Clipping-Fehler. Auf jeden Fall, nee, lass das doch, lass mich doch. Auch die Ballphysik ist viel besser geworden. Und viel genauer. Also das ist echt, das liegt halt hauptsächlich an der Ignite Engine. Also PC-Spieler merken den Unterschied am deutlichsten. Da übrigens finde ich recht kurios, im letzten Jahr war ja die Begründung von EA, man könne Ignite Engine nicht nehmen, weil die PCs seien dafür nicht bereit. Ja, Wahnsinn. Und jetzt läuft das Spiel auf einem Taschenrechner flüssig, ne? Ja, so ungefähr, genau. Ja, da darf man, ich meine, das war wahrscheinlich einfach, um die Next-Gen-Konsolen ein bisschen zu promoten, haben sie es halt bei der PC-Version letztes Jahr noch nicht gemacht. Ja, lass mich doch einfach mal schießen. Nein. Schießen ist der berühmte Messi-Schuss von der Strafraumgrenze. Ja, genau. Ja, was? Ja, stimmt, macht er oft, ja. So, da sieht man, bei Einwürfen wird das Spiel nicht immer unterbrochen. Wenn sich die Spieler einen Ball selber holen können oder vom Balljungen zuwerfen lassen, dann läuft es einfach weiter. Das ist gut für den Spielfluss. Lass das. Ui, Latte. Habe ich schon erwähnt, dass Fernschüsse jetzt ein bisschen stärker geworden sind, so gefühlt? Ja. Ja. Auch das ist übrigens, okay. die Latten vibrieren jetzt tatsächlich, wenn man voll drauf knallt. Ja, wie gut, dass nicht nur sinnvolle Sachen verbessert wurden, sondern auch so ein paar Gimmicks. Ich meine, das ist ja eine schöne Sache. Man sieht es aber jetzt im Spiel selber nicht wirklich. Das Gamepad vibriert übrigens auch bei Lattenknallern. Das stimmt. Sollte man jetzt auch nicht... Du spielst auch so defensiv destruktiv. Alles, was ich kann, ist laufen. Wir kriegen vor allen Dingen keine Tore. Müssen wir nochmal eine Verlängerung spielen. Ja, sieht wohl so aus. Es ist bislang nicht zu klären. Aber... 7-1, das kann doch nicht sein. Ja, schon. Da ist wohl noch ein kleiner Bug bei den Statistiken drin. So, Verlängerung. Ich freue mich schon aufs Elfmeterschießen. Aua. Aber mit Anlauf. So, naja, Spiele nach außen, so wie ich dir mit dem Controller gesagt habe gerade. Ja, natürlich, der Controller ist schuld. Der Controller ist schuld, ja, der rutscht mir hier immer aus der Hand und die Luftfeuchtigkeit ist hier auch so hoch. Und überhaupt. Einwurf für mich? Und nee, man sieht jetzt auch schön, wie er den Ball holt. Zu Messi, zu Messi. Du spielst auch immer nur zu Messi. Es ist halt einfach ein Einspielerverein, dieses Barcelona. Und was hat es ihm gebracht im WM-Finale, dass er so gut ist? Nix hat es ihm gebracht. Oh, das war gar nicht schlecht. Oh, das war auch nicht schlecht. Und ich möchte betonen, ich habe das auch so geplant gehabt. Bis auf den Teil mit nicht aufs Tor schießen. Richtig. Vielleicht. Robin. Unwesentlich. Müller. Müller ist körperlich so präsent. Ist tatsächlich auch im Spiel wirklich schwierig. Nein, das kann es doch nicht sein. Ein exzellent rausgespieltes Tor, möchte ich wie mal sagen. Philipp Lahm. Ich möchte mal betonen, das Tormonster, wie ich ihn hier professionell hingestümpert habe. Du, ich sag nicht, dass es schön rausgespielt ist. Ich wollte jetzt halt auch mal demonstrieren für die Zuschauer, dass es ihm jetzt auch wesentlich mehr kuriose Tore gibt mit FIFA. Ja, genau. So, schauen wir uns das nochmal genau an. Hier, du stolperst mir hin und der Torwart fällt auf den Popo. Neue Torhüter-KI, ne? Neue Torhüter-KI. Ja, realistisch, ne? Manchmal macht sie auch Mist. So, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Schauen wir uns das nochmal an, zu Lernzwecken vielleicht? Nein, ich bin jetzt dafür, gut, wir haben genug gesehen. So, wie geht nochmal dieses Zeitspiel? Jetzt hier, komm, sehr offensiv. Ah ja, Taktik umgestellt, ne? Ja, die KI setzt übrigens Zeitspiel ein. Tatsächlich, ja. Sehr witzig, wenn die KI knapp vorne liegt, kann es dann passieren, dass sie am Ende des Spiels Bälle nur noch nach vorne schlägt oder versucht, den Ball an der Eckfahne zu halten und lauter so Sperenzchen. Oh, das ist blöd.
Eieiei, aber wie er den so schön mit dem Außenriss so lang geschlänzt hat. Dieser Hund. Warum ist das bitte Ecke? Weil dein Neuer gerade eine Weltklasse-Parade hingelegt hat. Der überhaupt nicht berührt, da muss er doch gar nicht rangehen. Bitte? Der hat doch gesehen, dass der nicht reingeht. Der wäre sowas von reingegangen. Ich verstehe es nicht, manchmal verstehe ich es nicht. Oha! Wieso Lahm rettet auf der Linie. Wieso hat der da Mann stehen? Ah, erste Hälfte der Verlängerung vorbei, aber du hast ja noch eine Halbzeit. Schauen wir doch mal. Man sieht auch, die 3D-Zuschauer sind auch ein bisschen schöner geworden. Werfen wir mal einen Blick auf die Torschussstatistik. Schüsse aufs Tor, Schüsse. Tja, das ist halt Effizienz, typisch Bayern. Ach, nicht viele Torschüsse, dafür Tore. Nee, warte mal, ich glaube, es ist anders bei Bayern. Zumindest zeitweise. Ich möchte sagen, es nervt mich jetzt schon ein wenig. Wie, was? Aber das ist ja, wir wollen ja auch demonstrieren, wie FIFA nach wie vor in der Lage ist, Emotionen zu wecken. Ja. Fußball ist eine sehr emotionale Angelegenheit. Was ist denn das hier schon wieder? Lass es. Danke. Wer ist das? Ribéry? Ja. Nein, der Robben ist verletzt. Das kommt ja im echten Leben überhaupt nie vor. Wir wollten aber auch mal demonstrieren, dass jetzt auch Auswechselspiele empfohlen sind. Du kannst jetzt nämlich einfach auf Y drücken und schon wird dir gesagt, wen du dafür einwechseln sollst. Ja, hätte ich auch gemacht, tatsächlich. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool, weil dadurch hast du viel mehr Spielfluss drin. Aber den tausche ich doch mal mit Müller, dann darf der Götze mal in die Mitte gehen. So, willst du auch irgendwas wechseln? Nein. Damit er dann wahrscheinlich in der 113. Minute ein Tor schießt, ha? Gucken wir mal, nach Flanke von Schürrle. Ach, dammit. Schiedsrichterball, auch das gibt's. So, und fairerweise müsstest du den Ball jetzt eigentlich zurückspielen, ja? Wie ein Sport. Bitte, was ist los? Als fairer Sportsmann, der. Ich hab den Ball gerade gehabt, den hab ich ins. Du hast so überhaupt nichts gemacht? Ich habe ihn doch fair ins Ausgespielt, oder nicht? Nee. Oder nur in meinem Lila-Laune-Land? Ich kann mich nicht erinnern. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Thomas Müller, da läuft er. Was macht er da eigentlich jetzt auf der rechten Seite? Erschöpft sein. Ach, der Lewandowski. Uiuiui. Auch hier wieder Abpraller, ja. Mhm. Aber der ging wenigstens nicht ins Feld. Ich finde ja, solange ein Torwart halt einen Ball ins Aus abprallen lässt, ist ja alles in Ordnung. Genau. Auch da ganz witzig, vielleicht mal aufs Nähkästchen zu plaudern. Das ist jetzt die Retail-Version und wir haben bei der Test-Version noch den Eindruck gehabt, dass die Torhüter viel zu viel auch nach vorne abprallen lassen. Ja. Das ist jetzt hier bei der Retail-Version, zumindest unseren Eindrücken nach, deutlich besser. Aber es ist natürlich auch wieder viel Kaffeesatzleserei. Ne? Ja, also ist immer schwierig. Ja. Du musst halt wirklich 1 Million Spiele machen, um dann wirklich einschätzen zu können, wie fängt er den denn? Wie es letztendlich ist. Mit der nicht vorhandenen Mütze. Ja. Den fängt er doch mit der Mütze. Oh, Kopfballduell mit Messi. Wieso gewinnt er das nicht? Komisch, Boateng gegen Messi. So, ich würde ja Götze suchen, aber irgendwie ist er nicht da. Jetzt gehst du wahrscheinlich wieder hoch an den Ex fahren und machst einen auf Zeitspiel. Nein, das mache ich nicht. Kennst mich doch. Nee, du gibst mir den Ball, das finde ich auch. Bitteschön. Gern geschehen. Was? Danke. Ja. Nein! Ja. Ey! Was war das jetzt? Der Schlusspfiff. Die Verlängerung ist vorbei. Und das war's. 1-0. Der kann doch nicht großartig mitten in einem vielversprechenden Angriff abpfeifen. Du standst da nur rum. Der war komplett offen. Ich lehne mich hier mal ein bisschen zurück. Was kann man zum Spiel sagen? Ich würde sagen, es wird eine sehr gute Fußballsimulation geworden. Insbesondere so Körpergefühl, Spielfluss haben sich wesentlich verbessert. Mit der KI habe ich noch so meine Probleme, insbesondere wenn die Mitspieler halt nicht vernünftig mitlaufen. Finde ich ein bisschen schade. Da hat es einen kleinen Rückschritt gemacht. Ansonsten ist es trotzdem ein Spiel, dass man wieder sehr gut ein Jahr lang spielen kann. Also für mich gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, also für PC-Fußball-Fans, ganz klare Empfehlung, weil da ist natürlich der Entwicklungsschritt deutlich höher, dadurch, dass jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal die Ignite Engine ist. Bei der Next-Gen-Konsolen-Version hängt es davon ab, wie wichtig einem der Saisonmodus ist. Der ist jetzt drin, man kann es auch wieder offline spielen, leider nicht online, aber zumindest offline mit seinen Kumpels eine Saison starten, ist ein großer Gaudi. Dann ist es eine Kaufempfehlung, ansonsten kann man sich es auf Next-Gen-Konsolen überlegen, weil da sind doch relativ viele Detailverbesserungen. Genau. Und aber ich würde sagen, Spiel auf jeden Fall. Ja, und wir spielen jetzt noch ungefähr 200 weitere Partien, aber ich glaube, bis der Klinger auch mal live gewinnt, ne? So machen wir es.